Und noch eine Kiste. Und können jetzt... Jetzt sehe ich gerade, da ist auch Fehler gewesen. Und jetzt können wir die hier wieder arbeiten lassen. So, die nehmen sich keine Kohle selbst. So, jetzt haben wir die Eisenproduktion, können wir gleich ein bisschen aufwerten. Brauchen natürlich dauern aber auch mehr Erz. Dann geht es im Eisen schon mal schneller. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir hier... Du kriegst ein bisschen was, du kriegst ein bisschen was. Du kriegst ein bisschen Kohle und du... 5 ist jetzt nicht viel, aber okay. Ah, und du kriegst auch noch... So, dann ist hier erstmal eine Weile Ruhe. Und dann können wir hier noch einen zweiten davon hinsetzen. Den schließen wir noch mit an. Und jetzt haben wir immer noch Kohle, sehr schön. So, und damit haben wir unsere Eisenproduktion verdoppelt. Das gefällt mir schon mal gut. Und wir schauen zu unserem Kupfer hinter. Da ist schon wieder Schicht im Schacht. Du hast doch 8, das ist okay. Die ist eigentlich Käse, komm, die nehmen wir wieder mit. Und vorne müssten wir auch wieder mehr Kohle haben, mit der wir dann hier nochmal einen Run machen können, bei dem wir alles wieder ein bisschen auffüllen. Und dann sollte es soweit erstmal laufen. Okay, waren die doch nicht so viel, wie ich dachte. So, die laufen beide. Das passt. Du kriegst... Und du kriegst die Hälfte. Du kriegst die Hälfte. Und du kriegst den Rest. Dann ist Eisen hier schon mal relativ safe. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal Offshore-Pumpe, 3 Boiler, ein Steam-Engine und wir fangen schon mal an mit unserer Stromproduktion. Wenn wir das Areal hier würde ich ganz gerne nutzen für unsere ganzen Rohstoffe. Deswegen ist vielleicht hier unten ganz gut für Strom. Ist jetzt anfangs blöd, weil wir viel Strommasten machen müssen. Aber später freuen wir uns, wenn wir hier ein bisschen Platz haben. Wir machen noch ein paar Pipes. Finde ich immer angenehmer, wenn man hier ein bisschen mehr sieht. Man sieht dann so ein bisschen, ob das Wasser fließt, wie schnell das Wasser fließt. Das ist immer besser. Okay, Kohle haben wir keine dabei. Und dann brauchen wir auf jeden Fall 15 Strommasten. Holz hatten wir vorhin schon ganz ordentlich gesammelt. Die Bäume sind immer noch klein. Jetzt haben wir hier nochmal Stone. Okay. Oh, da fehlt uns auch wieder Kohle. Wobei Stone haben wir jetzt auch. Können wir ehrlich gesagt gerade mal vernachlässigen. Gucken wir lieber, wie es hier aussieht. Und da drüben haben wir 5 nur noch. Da muss es auch weitergehen. Okay. Dann haben wir jetzt erstmals ein bisschen Holz über, nicht Holz, Kohle über. Das finde ich sehr schön. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man Holz auch automatisiert abbauen kann. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht. Das müssen wir immer von Hand sammeln. So, und wir gehen erstmal hier nach oben. So. Okay, das würde ich sagen, passt jetzt erstmal. Das hier setzen wir dann gleich mal runter zum Strom.
Da brauchen wir jetzt nicht unnötig weit. Weg damit. Und hier können wir... Achso, warum... Warum kein Strom? Ah, wir haben keine Kohle eingefüllt. Deswegen kein Strom. Jetzt gucken wir mal, ob ein Brenner reicht. Ja, das passt auf jeden Fall. Kann man erstmal mit dem einen arbeiten. Ah, oder wird's wärmer? Ich mach's vielleicht doch nochmal anders. So, genau, er heizt sich auf, das passt, wir haben Strom. Und unsere Forschung beginnt, man sieht's hier britzeln, wunderbar. So, 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 so. Kohle kriegen wir auch immer mehr. Können wir jetzt hier ruhig auch mal komplett auffüllen. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Du hast noch 32, 44. Wunderbar. 9, du kriegst mal ein paar. Die brauchen natürlich relativ wenig, die Roboter. Da reicht es schon eine ganze Weile. Und hier haben wir auf jeden Fall schon ordentlich Eisen. Das ist halt das Schöne, jetzt hier läuft es automatisch. Wir müssen uns nicht mehr um so viel kümmern. Wir machen was mal so. Ein bisschen Eisenerz haben wir, das können wir hier mal reinschmeißen. Das passt. Das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, Stein lassen wir jetzt. Und hier drüben würde ich sagen, machen wir dann ja mit Kupfer. Oh, wir müssen... Ne, wir nehmen Kohle mit und wir müssen gucken. Da hinten würde ich... wir haben die erste Forschung abgeschlossen. Jetzt müssen wir langsam schauen. Smart Inserter brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Was kriegen wir hier? Fast Inserter und Splitter. 20 Tränke, aber okay. Das fangen wir jetzt schon mal an, solange wir noch Resttränke haben. Hier nehmen wir Kohle mit und dann holen wir uns mal ein bisschen Kupfer. So, und da können wir dann eigentlich... Drüben würde ich ehrlich gesagt dann gleich anfangen, mehr auf Elektronik zu setzen. Weil ich, wie gesagt, den Kohleverbrauch ja minimal halten will. Was wir hier aber jetzt erstmal nochmal schon schnell machen können, ist, dass wir hier einen Roboter hinsetzen, der hier rausnimmt und in eine Kiste. Und du brauchst noch ein bisschen Kohle. So, dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass uns das hier voll läuft. Das wollen wir ja vermeiden. Wunderbar. So, haben wir noch Kohle? Dann, nee. So, dann würde ich fast sagen, wir können hier einfach mal wirklich Vollgas geben mit den Transporterbelts und führen uns dann mal unsere Materialien, ich würde sagen, hier zusammen. Okay, Iron Plate brauchen wir welche. Ah, dann haben wir Kupfer. Machen wir uns die drei Kisten. Und dann können wir von ganz hier drüben das Kupfer, das Eisen, den Stein und die Kohle. Und dann haben wir unser ganzes Gerümpel zusammen. Das ist mir lieber, habe ich beim letzten Mal festgestellt, weil man so läuft sonst echt viel hin und her. Sorry, ich muss den Schluck trinken. Wir laufen sonst echt unanständig viel hin und her. Das gefällt mir nicht so wirklich. Deswegen würde ich sagen, wir kommen vielleicht unterhalb vorbei. Dann machen wir erstmal
hier. Hier haben wir unsere vier Kisten. Und dann kommen da die vier Rohstoffe rein. So. Vier Roboter. Und die können dann da entnehmen. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit Eisen. Das dürfte Nummer 2 sein, ja. Wir können daneben eigentlich auch gleich schon unseren Stein machen. So. Jetzt um die Kurve. Und hier machen wir es ähnlich so. Kurve darunter. Die Kiste kann weg. Den machen wir dahin. Auch den Roboter brauchen wir nicht mehr und können hier verbinden. Und damit haben wir jetzt eine Eisenproduktion, die direkt unten unsere Kiste versorgt. Müssen wir gleich noch Strom hinlegen. Selbiges machen wir mit Stein. Hier setzen wir die Kiste weg. Setzen das dahin. Und jetzt, jetzt überlege ich gerade. Sollen wir Stein, könnten wir eigentlich zusammen mit den Steinblöcken packen, weil wir haben noch nicht viel Möglichkeiten. Ah, wir müssen erstmal Strom machen. Wir haben noch nicht allzu viele Möglichkeiten, wie wir wir können noch kein Divider nutzen, das heißt, wir können noch nicht aufsplitten. Und wir müssen aus den normalen Steinchen müssen wir noch Steinblöcke auch machen. Die brauchen wir später auch. Da würde ich dann, aber dann haben wir hier ein Problem. Da müssten wir noch einen nach außen. Müssen wir jetzt vielleicht fast so machen, dass wir hier dazwischen eine Lücke lassen. Ich mache mir mal gerade auch ein bisschen auf Vorrat. Da können wir auch noch ein paar machen. Dass wir nämlich die Kohle hier außen hinkommen lassen. Machen wir das. Oh, doch, passt. Machen wir das so. Dann haben wir halt den Strommasten in der Mitte. Ist jetzt blöd, aber lässt sich erstmal nicht ändern. So, setzen wir dann hier hin. Ach Mist, eins zu weit gebaut schon. Ah ne, hat's automatisch verbunden. Finch gut. Und hier halt das hier machen wir weg. Und stattdessen setzen wir das dahin. Und unsere Kohleproduktion läuft. Hier können wir gleich wieder auffüllen. Und jetzt haben wir alles hier unten, ne? Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel besser. Sind wir relativ nah hier dran. Okay, der hier müsste auch noch voll sein. Und dann ist eigentlich nur noch unser Kupfer. Das legt natürlich einen weiten Weg zurück. Das würde ich dann so ein bisschen unten rum schicken. Das ist natürlich schon... Ja, das kostet mal ganz gute Ressourcen. Da werde ich, glaube ich, gleich nach unten weggehen. So, und dann hier, also bis hierhin. Bei so nah müssen wir eigentlich nicht. Ah, jetzt ist eh vorbei. Dann laufen wir dann hier entlang geradeaus, kommen hier drunter vorbei und können uns da anschließen. Passt. Und wenn alles klappt, ja, haben wir hier sehr viel Eisen drin. Und können viele, viele
neue Förderbänder bauen. Und mit diesen Förderbändern bauen wir hier hinten an. Pack, 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 pack. Lassen wir wieder ein bisschen nachproduzieren. So, das reicht noch nicht. Und gut, der produziert jetzt mal kurz. Joa, Eisen brauchen wir halt echt am Anfang ganz schön viel. Das Eisen ist am Anfang wirklich unser Hauptengpass. So, Kurve und da dran. Gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, weil wir jetzt sicherlich noch anders bauen werden. Aber für jetzt tut's das. Denn wie gesagt, wir wollen möglichst schnell auf Strom. Ich werde auch den hier erst nochmal mit 50 Kohle vollbraten. Wie gesagt, kein Fan von diesem kohlebetriebenen Robotern. Was ein Mumpitz, braucht kein Mensch. Aber ja, der Stromweg dahin ist recht weit. Deswegen würde ich fast sagen, das machen wir erst später mal. Und jetzt können wir eigentlich hier... Oh nee, wir haben kein Eisen mehr wieder mal. Stromproduktion läuft noch. Der hat noch 20 Kohle, das passt. Und wir räumen mal hier aus. Halt, hier wollen wir nicht ausräumen. Der ist noch leer. Und so. Was haben wir jetzt hier schon? Kupfer, oh, und viel Eisen. Dann würde ich nämlich, da kann ich schon mal die ersten zwei bauen. Das sind Electric Drills. Die würde ich gern gegen diese hier austauschen. Die sind größer, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Aber ja, an denen führt kein Weg vorbei. Und nachdem wir die jetzt, nachdem wir schon den Luxus haben, die jetzt schon craften zu können, würde ich auch fast sagen, wir bleiben dabei. 18.000, was haben wir hier? 9.000, 13, 17, 18. So. So. Das ist doch schon mal besser. Jetzt werden wir eher das Problem haben, dass wir noch ein paar Öfen brauchen. Genau, weil es sich jetzt hier ziemlich staut. Dann machen wir eine Pause dazwischen. Dann machen wir wieder zwei, eine Pause. Nochmal zwei. Dementsprechend brauchen wir dann auch Roboter. Und ihr seht schon, wir gehen jetzt auf die strombetriebenen Roboter. Wie gesagt, die Kohle möchte ich möglichst bald loswerden. Bin ich überhaupt kein Freund von. Das hier so lange hinzuziehen. Deswegen zack, zack. Und auch hier würde ich schon mal einen hinsetzen. Oh, und hier müssen wir noch. Na, zack. Jetzt haben wir die alle mit Strom versorgt. Brauchen wir hier noch ein bisschen Kohle. Auch hier möchte ich natürlich möglichst schnell auf Strom umsteigen. Allerdings bei denen ist es nicht ganz so leicht. Da haben wir schon eine ganze Weile zu forschen, bis wir da mal soweit sind. Und apropos forschen. 26. Komm, die bauen wir noch. Dann kann nämlich weiter geforscht werden. Willst du mir etwa sagen? Nein, ich glaube, jetzt ist er wieder gleich schnell. Das hier hat sich nur anfangs aufgebaut, weil wir eine Weile zu lang gewartet haben.
So, jetzt gucken wir. Die laufen noch. Die haben noch... Ach, da sehe ich gar nicht, ob die viel Kohle die noch haben. Wir gucken nach, wir gucken nach, wir gucken nach. Keine Hektik, keine Hektik, keine Hektik. 36. Ja. Können wir mal wieder auffüllen.